So, willkommen zurück zu Let's Play Final Fantasy 13 2. Wir sind gerade eben direkt vor einer neuen Anomalie und werden uns jetzt mal angucken, was die für ein neues mysteriöses Rätsel offenbaren tut. Ja. Wir werden es erleben. Eine neue Anomalie. Da. Sphäre des Jenseits. Behebe die Anomalie. Da. So, gucken wir uns das Bild an. Okay. Sehr gut. So. Ah. Fangen wir erstmal hier an. So. No. Jetzt und euch noch. Und euch und. Zack, und oh, einen muss ich noch. Na, hallo? Da. Da. Anomalie geschafft. Zumindest das erste Rätsel. Mal gucken, ob noch ein zweites dazu kommt. Rätsel 1 gelöst. Ja, es kommt noch ein zweites. So, behebe die Anomalie. Du. Oh, das sieht ja cool aus. So. Ja, fangen wir doch gleich mal hier an. Und hier und hier. Oh, das war daneben. Ah. Hey, ich drück doch X. Hallo. X drücken. Warum geht denn das hier jetzt nicht? Da jetzt. So. Oh, da. Mensch. Bin noch hier am X drücken, wie ein Verrückter. X. So, haben wir's? Jo, nächste Anomalie gelöst. Ja, immer schön auf die Farben achten. Der Rest ist eigentlich egal. Zap, Rätsel 2 gelöst. Oh, jetzt kommt sogar noch ein drittes Rätsel. Behebe die Anomalie. Ah, cool. Das ist jetzt sehr, sehr tricky hier. Jetzt muss man sogar noch ein paar Umwege laufen. Das sieht schon mal gut aus. Hey. So und so und so. Die haben wir. Die haben wir. Ah, das bringt nichts. No. Komm. Ey, warum geht das denn nicht? So, jetzt aber. Schnell. Ey. Komm, den kriegen wir noch. Yes. Geschafft. Knapp, aber geschafft. Darauf kommt es ja schließlich an. So, jetzt müssen wir hier lang. Und Anomalie behoben. Und wieder ein wunderschöner Ladebildschirm. Der natürlich ewig lange dauert. Und nochmal laden bitte. Bitte laden. Gut. Ah, man sieht da hinten schon eine Kiste. Neues Fragment, Zeitkoralle. Ich gucke jetzt noch mal ganz kurz das Kristarium an von Noel. So, Brescher. Oh, da können wir einiges machen. Zack, zack. Nicht genügend KP. Oh. Und Verheerer. Feuger. Blitzger. Nicht genügend KP. Schade. So, aber ich glaube, ich habe jetzt langsam begriffen, wann das... Bla. Ja, ich glaube, ich habe jetzt langsam begriffen, wann das mit den KP jetzt genau funktioniert. Also, mit dem Aufleveln. Lange hat es gedauert, aber ich glaube, ich habe es jetzt.
Boah. Die halten so viel aus, machen so viel Schaden. Na komm. Zack, 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 zack. Wäre ja schon ganz cool, wenn wir zumindest den in Schock bekommen, aber nein, tun wir natürlich nicht. Probieren wir es doch einfach so. Was wahrscheinlich nicht ganz so viel bringen wird. Aber egal, ist besser als nicht. Ja, ja, nice time. Du mich auch. Ja, ich probiere es jetzt mit dem hier, weil wegen und so. Und durfte herausfinden, damit habe ich auch noch ewig nicht mehr gearbeitet. Genau. Ja, super. Der Augmentor hat natürlich, beziehungsweise Manipulator hat jetzt natürlich so gut wie gar nichts gebracht. Ist mir jetzt aber auch relativ wurscht. Wird schon schief gehen. Au. Ja, mach mal Fehler, Fehler. Ja, wäre auf jeden Fall cool, wenn wir das Kristallium in die nächste Stufe bringen, aber davon müssen wir noch, glaube ich, 4 Kristalle frei, ja, sozusagen öffnen, damit wir ins nächste Kristallium kommen. Und das ist natürlich schon ein bisschen schade. Mit langgezogenem SCH. Schade. Aber egal, kann man nichts gegen tun. Jo. Dann gehen wir hier mal weiter. Hier war doch irgendwo eine Kiste, habe ich doch vorhin in der kleinen Zwischensequenz. Mhm. Da ist einer. So, was haben wir hier drin? Wir haben 3 Kristalltränen bekommen. Genau, unsere Monsterchen sollten wir vielleicht auch mal wieder ein bisschen aufwerten. Tetsis, auch bei den Gremlin, den haben wir schon ewig nicht mehr. Yay, Kristallium erweitert. So, Autofertigkeit Verheerer Bonus erlernen, ATB Balken erweitern. ATB Balken erweitern, jo. ATB Balken wurde erweitert. Viech ist jetzt auf Stufe 2. So, mal gucken. Die Stufe 15, unser süßer Kate-Sys. Ja, machen wir es mal so. Zu wenig Komponenten. Zack, zack. Jo. Ja, bei Schoko, Latina, Mädel. Ach, wie auch immer. Was war das überhaupt für ein Vieh? Hm. Jetzt ist es nicht mehr da. Schade. Hm. Oh. Na, guck mal einer an Portal. Aber hier war doch. Oh, da ist ein Fragmentele. Bleib mal weg hier. Komische Viecher. Hui, was war das denn? Ruhiger. Wow, das geht natürlich ab, das Vieh hier gerade. Bam. Bam! Jawohl! Das ist mal eine coole Fähigkeit, die auch echt viel gebracht hat. Cool, cool. Man kann sich ja immer noch überraschen lassen. So. Jum. Tada! Da ist eine Kiste. Fixfragment. Es ist eine Kiste mit einer Hypokrone. Ja, hier haben wir ein Portal, würde ich mal so meinen. Ah, und guck mal. Da drüben steht Sarah, die irgendwie vorrennt. Ja. Und dann werden wir gleich mal sehen, was es da Tolles gibt. Rundumschlag. Rundumschlag. Nein, doch kein Rundumschlag. Jetzt gab es einen Rundumschlag.
So, erstmal gehen wir auf den Top-Spot. Die halten weniger aus. Hier. Genau, Top-Spot. Zack. Katzenwäsche. Zim. So, probieren wir es mal ein bisschen mit dem Shizasu. Stimmt, was noch ganz cool käme, wäre die Fähigkeit Engel von einem Heiler. Die kann den Tote wiederbeleben und das ist nämlich richtig cool. Wow. So. Hui, das ging nochmal relativ fix. Betonung liegt auch relativ fix. Sturmblasgewinde, Kramzeugs. So. Mal gucken, was wir hier drin haben. Ein Analysator. So, kümmern wir uns erstmal ganz kurz hier um den Freund. Portal. Es funktioniert nicht. Es fehlt immer noch ein Kram. Immer noch ein Fragment dafür. Steht da oben das Raumschiff? Ah, cool. Na Sarah, was machst du denn da? Zack, Treffer. Und das im Blind. So. Dann. Wie gesagt, wir jagen auf jeden Fall, sobald das Kristarium erweitert ist, den ATB-Balken hoch. Damit wir hier ein bisschen mehr Möglichkeiten haben. In der Hoffnung, dass uns das was bringen wird und so weiter. Wir werden es noch erleben. So, wo gehen wir denn jetzt überhaupt gerade lang? Wir gehen dahin. Ich habe so das dumpfe Gefühl, dass da ein Boss auf uns warten wird. Irgendwann. Irgendwo. Hm. Hey, das war voll daneben. Ich drück schon X, obwohl der Kampf noch gar nicht begonnen hat. Das ist auch ziemlich cool. Also, gegen die hat Brecher relativ wenig gebracht, hatte ich so das Gefühl. Hui, ich bin sogar recht fix im Schock. Achso, ja nee, das war ja auch der, der kurz vom Brecher angegriffen wurde. Dann ist das natürlich überhaupt kein Wunder. Genau. Machen wir das hier mal. Einfach mal ganz kurz. So. Ah, Mist. Falsches Paradigma. Und... Achso, da können wir einfach mal so. Genau. Den kriegen wir jetzt eigentlich auch relativ fix down. Ja, und da ist er weg. Oh, wir haben sogar ein neues Pokémon bekommen. So, eine Kiste, 600 Gil. Okay, da geht's noch hoch. Ich habe so das dumpfe Gefühl, dass das, was hier jetzt gleich passieren wird, nicht ganz so angenehm sein wird. Da haben wir ein Ausrufezeichen direkt vor unserer Nase. Gut, das heißt, wir machen hier mal einen kleinen Cut und wir sehen uns gleich im nächsten Teil wieder. Bis denn!